Hallo zusammen und willkommen. Unsere Hormone, seien es Östrogene, Androgene, Adrenalin oder Insulin, sind wichtige Botenstoffe, die unzählige Vorgänge in unserem Körper regulieren und deshalb für unser Gesamtwohlbefinden eine fundamentale Rolle spielen. Verantwortlich für die Bildung unserer Hormone sind die Endokrindrüsen, die in unserem gesamten Organismus verteilt sind. Diese Hormondrüsen befinden sich unter anderem in Organen wie dem Gehirn, den Eierstöcken, der Bauchspeicheldrüse und den Nebennieren. Die Endokrindrüsen schicken die Hormone ins Blut, damit sie wichtige Informationen zwischen den Organen und den Zellen überbringen. Jedes Hormon hat dann eine passende Andockstelle im Körper, die sogenannten Hormonrezeptoren. Ist dieses komplexe System gestört, weil zum Beispiel über einen längeren Zeitraum zu viel oder zu wenig eines bestimmten Hormons produziert wird, kann das unsere Gesundheit stark beeinflussen. Gerade Frauen leiden häufig unter hormonellen Störungen wie PMS, dem polyzystischen Ovarialsyndrom oder einer Unter- oder Überfunktion der Schilddrüse. Erschöpfungszustände, seelische Unausgeglichenheit, Zyklus- und Schlafstörungen, Libidoverlust, Haarausfall, Akne, Unfruchtbarkeit und Gewichtszunahme sind nur einige der Symptome eines aus der Balance geratenen Hormonhaushaltes. Die Ursachen für Hormonstörungen sind mannigfaltig. Stress, Umwelteinflüsse, genetische Dispositionen, aber auch eine unausgewogene Ernährung und die Einnahme von Medikamenten sind häufige Auslöser. Wer unter einer Hormonstörung leidet, möchte seinen Körper oft nicht noch zusätzlich mit Präparaten oder Pillen belasten oder zumindest versuchen, ihn so gut wie möglich mit natürlichen Behandlungsmethoden zu unterstützen. Regelmäßige Bewegung und eine ausgewogene Ernährung sind wichtige Säulen einer natürlichen Behandlung von Hormonstörungen. Darüber hinaus gibt es viele Lebensmittel, denen eine äußerst positive Wirkung auf die Hormone nachgesagt wird. 5 davon stellen wir dir heute vor. Viel Spaß! Nummer 1. Maca. Maca ist die knollige Wurzel eines Kresse-Gewächses aus Peru, die hauptsächlich in den Anden auf einer Höhe von rund 4000 Metern wächst. Bereits vor über 2000 Jahren wurde die Knolle aus dem südamerikanischen Hochland, der man zahlreiche positive Wirkungen auf unsere Gesundheit nachsagt, als natürliches Heilmittel genutzt. Reich an Aminosäuren, Antioxidantien, Vitaminen und gesunden Fettsäuren ist die Maca nicht nur außerordentlich gesund, sondern auch als Heilmittel bei Hormonstörungen bekannt. Durch ihre ausgleichende Wirkung auf den Östrogenspiegel soll sie unter anderem bei Menstruationsbeschwerden und in der Menopause helfen. Da die Maca auf die Hirnanhangdrüse wirkt, das zentrale Steuerorgan in der Hormonproduktion, regt sie die körpereigene Produktion von Hormonen an und sorgt somit dafür, eine natürliche Balance wiederherzustellen. Auch auf die Fruchtbarkeit und die Libido von Mann und Frau soll sich die Maca positiv auswirken. Des Weiteren ist sie ein Stimmungsbooster, erhöht die Energie und verbessert die Gedächtnisleistung. Hierzulande erhält man Maca vor allem als Kapseln oder Pulver, das man einfach in Smoothies, Frühstücksjoghurt oder zur Backmischung hinzufügen kann. Nummer 2. Mandeln. Gerade bei hormonbedingten Hautproblemen ist die Mandel ein zu empfehlendes Nahrungsmittel, denn sie wirkt regulierend auf den Blutzuckerspiegel und somit einer Überproduktion von Insulin. Ein erhöhter Insulinspiegel ist häufig an eine Erhöhung des Androgenspiegels gekoppelt. Dieser kann ein Grund für Akne und trockene Haut sein. Aber auch andere männliche Hormone, die hormonell gestörte Frauen oft zu viel produzieren, können durch den täglichen Verzehr von Mandeln nachweislich gesenkt werden. Bei einem zu tiefen Östradiolspiegel helfen Mandeln wiederum, die Produktion anzukurbeln. Nummer 3. Avocado. Die Avocado hat sich in den vergangenen Jahren zum absoluten Trendnahrungsmittel entwickelt. Ob als Guacamole, Smoothie oder Beilage zum Frühstücksei, die grüne Frucht ist nicht nur vielseitig einsetzbar, sondern hilft dem Körper auch dabei, Östrogen- und Progesteronwerte zu normalisieren. Außerdem senkt sie den Cholesterinspiegel und soll das Stresshormon Cortisol senken. Nummer 4. Grünkohl. Grünkohl ist eine wahre Vitaminbombe, die regulierend auf die Östrogenproduktion wirkt. Weil er durch seine entzündungshemmende Wirkung sowohl Stimmungsschwankungen als auch schmerzhaften Krämpfen, Verdauungsproblemen und Wassereinlagerungen entgegenwirkt, wird der Grünkohl von Experten besonders bei chronischen hormonellen Erkrankungen, aber auch während der Menopause und bei Menstruationsbeschwerden empfohlen. Außerdem sollen die sogenannten Indole, die in Kohlarten vorhanden sind, die Reparatur von Zell-DNA anregen und somit bei hormonell bedingten Krebsarten wie Brustkrebs helfen. Nummer 5. Kokosöl. Ein weiteres natürliches Heilmittel gegen ein Ungleichgewicht der Hormone stellt extranatives Kokosöl dar.
Es besitzt eine stabilisierende Wirkung auf den Blutzuckerspiegel und beschleunigt den Stoffwechsel. Somit ist er auch förderlich beim Wunsch nach einer Gewichtsreduktion. Frauen mit Schilddrüsenerkrankungen können von den mittelkettigen Fettsäuren des Kokosöls profitieren, da diese eine gesunde Funktion der Schilddrüse fördern. Aber auch auf andere hormonbildende Organe wie die Bauchspeicheldrüse und die Nebennierenrinde soll Kokosöl einen wirksamen, positiven Effekt haben. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn du zu diesem Thema deine Meinung mit uns teilst und einen Kommentar hinterlässt. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben und teile diese mit deinen Freunden. Um keine weiteren Tipps, Tricks und interessante Informationen zum Thema Gesundheit zu verpassen, abonniere unseren Kanal, aktiviere die Glocke und wir sehen uns bald wieder.